wieder ein neues Slideshow. Und zwar will ich den Mauscursor nicht im Bild haben, auch wenn es ein schönes Schwert ist. Ich gucke nochmal ganz kurz nach den Optionen. Auch wenn es nicht so die... Ja, okay, das müsste passen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht nochmal die Optionen, dankeschön. Gut, dann würde ich sagen, starten wir gleich das Spiel, und zwar Zelda Forever. Warum eigentlich nicht? Ich mache die ersten Level. Und dann dürfte es reichen, weil ihr seht, die Welt ist groß. Ja, bis hierhin habe ich gespielt. Und dann, und da habe ich mich dann zu blöd gefühlt dafür. Auf Dauer wird es auch langweilig, also zu weit werde ich nicht machen. Also. So. Ja, wir müssen hier einfach nur die Kiste da unten kaputt machen. Die Hinweise werde ich nicht vorlesen. Es sagt eigentlich nur, ja, hier gibt es Gravitation und wir können nicht springen. So. Das war's auch schon mit dem ersten Level. Außer wir werden jetzt hinterher springen. Und warum habe ich das Gefühl, dass das gerade laggt? Egal. Okay, da hat mir die Steuerung umgestellt, egal. So, also, wie gesagt, ist ein Logikspiel mit Link in der Hauptrolle. Ich werde das und noch drei Level machen und müsste das schon fast reichen, weil, ja. Die Rätsel werden nicht wirklich so schlimm. Viel schwerer, es ist einfach nur sonst zu viel und zu langweilig. Ja. Zu den ganzen Let's-Shows wird es auch noch ein Ankündigungsvideo geben, so viel kann ich schon verraten. Super. Genau. Weil es hat was ganz Besonderes mit den Let's-Shows auf sich. Okay. Ja, gut, wir können Leitern runtergehen. Wer hätte das gedacht? Okay, das war's. Level geschafft. Ja, gut. Dann ist es auch geschafft. Das ist doch auch gut. Ja, hier können wir uns noch angucken, alles. Hier die schöne Weltkarte, wenn es gehen würde. Geht bei mir aber nur mit der Tastatur, nicht mit dem Gamepad. Zumindest auf der Weltkarte. So. Genau, das hier ist auch nicht arg schwer. Das ist so. Dann geht man hier hoch. Aber ich finde es jetzt nicht lustig, dass es hier laggt, obwohl ich nehme hier nur mit Camtasia auf. Also. Naja, Link macht auch lustige Geräusche, wenn er runterfällt. Komm, fall runter, Stein. Lauf weiter, Link. Okay. Das war's jetzt eigentlich auch schon. Und ich werde mich verabschieden, indem ich sterben werde. So. So. Episch. Genauso sieht es aus, wenn man stirbt. Ziemlich lustig. Gut. Dann würde ich sagen, dann war's das jetzt auch schon wieder damit. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Show, auch wenn das jetzt relativ kurz war, aber ihr seht, es ändert sich nichts dran und es ist doch ziemlich blöd und eintönig dann auf Dauer. Wie auch bei den anderen Let's Shows wird es hier
dann demnächst einen Link in der Videobeschreibung geben, wo ihr euch das runterladen könnt. Also bis dahin.